Sehr willkommen hier von der Service. Wenn das nicht so sehr voll ist, vielleicht haben wir voll, ich weiß, dass es aus der Krieg von der ist, aber die Kraft zu tun, wir haben so ein feines Singerfassen, das reine dich von der und du wie ein Andoil Menschen. Und ich glaube, in dieser Zeit im Jahr hast du schon geredet, die Menschen, die schon im Wald sind und im Mutter sind, ich, und ich denke, das ist eine schöne Zeit, ja. Aber ich freue mich, wie es für jeden Moment, wo du gekommen bist von der Service. Und ich würde gleich von der Suche ans Baskin Klaus fertig führen. Ich meine, ich würde die in deinem Leben immer gewohnt haben, vorbei gemacht, dass viele Christen haben sich von der Mutter gefragt, wohnt das meine Gute? Ans Wort gelehrt, und ich glaube, dass ich ganz reich und klar, wenn es gelehrt wird, weil wir uns bekehren, dann, wir können ja Gottes Wort tun, dann sollen wir eine Gute haben, ja. Eine Gute, was der Herr uns geben wird. Und ich denke, viele von den Menschen fragen sich von der wohnt das meine Gute, was der Herr mir gegeben hat. Ich will von euch gleich ganz einfach ein paar Dinge kicken, was Paulus sagt, wo jeder Kind Gottes berufen ist. Wir haben in Epheser Kapitel 4 uns ein paar Versen bekicken. In Epheser Kapitel 4, dort sagt Paulus es dort, als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, kriege ich nicht an. Lebe so, dass du mit sterbst, wo zu Gott ihn beropen hat. So ich denke, du wirst das Leben Hand geben, du wirst Christus annehmen tun, du ja für uns auch eine Beropung, wo wir leben sollen, ja. Und ich denke, hier sind fünf Dinge von dir, was ich hier fange, wo Paulus uns merken wird, und er sagt, nehmt und lebt dort. Schafft mit dieser Guben, wo ich ihn geben war, und dann lohnt er, wo ich ihn andere Guben geben. Von dir habe ich manchmal sag ich nochmal oft gerne dich, ich sehe nochmal oft gerne dich, weil nochmal wie ein Mensch so ein Schmack singen kann. Ich sehe wirklich oft gerne dich, weil ich kann nicht nur gut mit singen kann, ja. So hielt das für, und ich sehe nochmal oft gerne dich, für so fern, dass Jana predigen kann. Aber so fern, dass Jana keine Jugend anleiten. Und ich glaube, Gott wird uns auch durchbrücken, zum wird immer die Fehlende unterleiten. Aber ich glaube, er wird uns ab für ihr, weil wir uns Hand geben tun, weil er uns ein paar Dinge Hand sagen. Und er sagt, nehmt diese Dinge und lebt die. Weil wir wollen mit diesen Dingen schaffen und drü sein und Gott sieht, was nicht fehlt, dann uns Guven geben, zum gerade Dinge tun, ja. Warum am besten kicken, wohnt diese sein? In Vers 2 sagt Paulus, seid bescheiden, freundlich, geduldig und habt sie für Leute, dort ihn und ihn ohne Verdrehung kann. Sieht immer aus, du nur die Einigkeit im Geist zu bewahren, wo der ich je miteinander verbunden blieben. So, es sind fünf Dinge in dieser Frage, wo der ich sage, wo die je beropen sind. Und hier ist nicht eine Frau, ob du beropen bist, oder nicht, weil sie sagt, dass jeder Kind Gottes, ja. Warum sage ich, was das erste meint? Das erste sagt, bescheiden sein. Was meint bescheiden sein? Ich denke, bescheiden sein habe ich auch zu tun, dass wir uns vernünftig handstellen dürfen, dass wir vernünftig leben dürfen. Ich glaube, wir wollen alle, uns alle klar, wie nochmal, wo wir sind, gewasst, wir denken nochmal, wie sei nochmal, das lässt nicht so schmack, dass ja Mensch die abstellen lässt. Sieh, die Bescheidenheit, sagt Paulus hier erst Nummer 1,
was in ihr Leben soll, rüttachen, ja? Das ist eine Beraubung. Der nächste ist freundlich sein. So, freundlich sein ist so, was wir alle tun können, wieso? Das ist so, was, hast du nicht einmal leicht freundlich sein? Mir ist nicht einmal. Aber Paulus merkt ihm out. Freundlich sein ist so eine Gute, was der Herr gegeben hat, wo er euch irgendwann ruhig merken, schon wieder am Deins verarmt gehen. So freundlich sein ist auch ein Ding, was du mit in Betracht kommen hast, ja? Der dritte sagt, hey, geduldig sein. Diese Geduld, was ich ein bisschen erkläre, diese Geduld ist ein bisschen deutlicher, als wir fangen denken tun. Wenn wir fangen an Geduld denken tun, dann reden wir so ehrlich von einem Mensch, was im Sturm entkommt, der ist bloß bosig und der ist schwind weich. Aber sondern was beim Semaphore stellen hält und euer Versiegen kommt, ihr ein Dach nicht, dann ist der weich. Von dieser Art Geduld reden wir fangen nicht, als das Geduld fehlen nicht. Ich will diese Geduld von dir ein kleines bisschen deutlicher kicken, als bloß bei dort. Diese Geduld soll bei uns auch wiedergehen. Vielleicht soll ich ein paar Fragen wiedernehmen, ein paar Dinge mal erklären, euer Eck diese Geduld erklären. Du sagst, das hat so viel Leib, dass du ihn unter Verdrehung kann. Weißt du was? In uns Christenleben, ich habe hier rein einmal Dinge, die wollen passieren, wo uns das fehlen wird, den anderen zu vergeben, zu verdrehen. Ja? Und ich denke, das ist eine Geduld. Und ich will ein Beispiel geben, kommt was einmal das. Nicht? Aber einmal, wo ich viel lernen und viel passieren, das war, wo zwischen ein paar Eichelied Dinge passieren dann, ja. Wir wollten dort, wie aus Mana, wie verstoppen wir uns nochmal, wie merken wir einen Fehler, also früher merken wir nochmal einen Fehler. Und weil ich glaube, hier ist diese Geduld, wo ich glaube, was wiedergeht, als bloß die bösige Geduld, aber hier ist eine Geduld. Und hier wird ich alle merken, wenn ein Partner oder ein Kind mit einem sich versinnlich hat, dann muss es kommen sein, mir der dort Leute, check mal, ich habe mich sehr verfehlt, ich will dort nicht, ich will anders leben. Hier ist mir für eine Frau, habe ich dann diese Geduld? Weil ich dort was für einen Prozess brücken, wenn Dinge passiert sind, dort durchzugehen, dort ganz durchzuhandeln und in den durchzuhalten. Und du lass mich so, du fehlt uns diese Geduld, sei ja neulich auch. Das ist eine Geduld, was wieder regnet, als bloß dort Buse, ja? So, geduldig. Dann hat viele gesagt, ich kriege das ja Leib, ja? Er sagt, hat sie für Leib, dort ihn und ihn unter Verdrehung kann. Woran ist das so wichtig? Das soll sein, wir wollen euer Erlöser, wo ein Fehler merken, aber da passieren Dinge in unserem Leben, da fehlt dort, dass wir Leib für den Nächsten in der Hand. Dieser Leib fehlt sehr neulich. Der fehlt mir, der fehlt Jünd. Wenn du mit einem Zweck hinterher mit dem Kampf sein, vielleicht ist deine Partner, vielleicht ist deine Kinder mit dem Kampf kommen sein, der oder Mama, guck mal, ich habe mich so verschuldigt und mir der hat so leid. Und vielleicht haben wir uns gedacht, unsere Kinder deutlich so, dass wir unsere besten Kinder, nur so wie ein, der hat doch sich gut verschuldigt. Dann fehlt uns vielleicht eine Leib, was durchdrehen wird, diese Freundlichkeit, die natürlich sein mag, ja. Sieh, danach das Verdrehen, ja, das Verdrehen, ja, um sich vergeben, ja. So, nicht wahr, morgen, diese fünf Dinge, das sage ich Paulus hier, ich würde es nicht sein. Diese fünf Dinge habe ich zu jedem Kind Gottes gesagt. Das soll ihr in ihrem Leben haben. Und dann werden wir gucken, wo wir können wiederkommen, ja. So, aber nicht um das, uns vielleicht ein bisschen prüfen, wo stehen wir in unserem Leben? Habe ich das? Habe ich das nicht? Wo lebe ich dort? Ich will von dir zwei Wiederbrücken. Zwei Wiederbrücken, die wir wollen mit betrachten, um zu checken, wo lebe ich. Das eine Wort ist positiv, das andere ist negativ. Okay? Wir wollen uns ein bisschen prüfen, wo lebe ich? Positiv oder negativ? Ich glaube, Gott will uns heute merken, um wieder am Dein zu kommen. Wir würden in Fäuser kicken, wieder in Vers 11 wieder. Du sagst, wir haben die Guten ausgedeutet, unsere Apostel, Propheten, Evangelisten, so war das dort. Aber ich denke, Gott hat uns diese fünf Dinge, die ich gesagt habe, der hat uns Handlagen, Handsaten hier, nehmt diese in Brück diese. Wenn die diese Dinge wollen nehmen in Brücken, in Trümmerte sein, dann wird der Herr uns wieder geben zum Wiederschaffen. Aber ich will uns mal fragen,
wouden we in ons leven? Wat van wat daar in ons leven riet? Dat positief of negatief zit? Ik wil best ervaren, klim met ze doorgaan dat ik spreek. We vingen spreken veel van beide zien kunnen zijn. En spreken vijf vers 10 en 11. Du fängst wie falsch, wo Salomo es nicht sagt. Salomo sagt in Sprüche 5, Vers 10 und 11, sage ich, hör ich mein Kind und nehm um, was ich gesagt habe. Und du warst viele Jahre leben, ich wies dir den rechten Weg, wo du Weisheit fängst, und ich habe dir den rechten Stich geliebt. So Salomo wird überzeugt, dass er sein Jungen hat ein schmackes, rechtes Vorbild vergelebt. Er hat einen Weg gewesen, wo du Weisheit wirst, und er möchte ihn sehen, Mut, gute Boven. Und wollte ich von ein bisschen fragen, was für ein Vorbild sind die und ich mal was für unsere Kinder, für unsere Frau oder für unsere Umgebung? Alles muss man mit dir von der fragen, was für ein Vorbild sind wir all was? Salomo wird hier wichtig, ja? In Sprüche 8, Vers 7 und 8, du sagst, der Schreiber steht, mein Mühl redet die Wahrheit und meine Lippen sind jeden Tag, was gottlos ist. Alles, was ich rede, ist gerecht, und ich rede nicht krammet oder verkehrt. Wo ist das mit deinem Leben? Hast du noch einmal die Wahrheit geredet? Oder hast du mal versagt, die Wahrheit ein bisschen kramm zu bei? Von daher hört man ihm so viel, dass Menschen sagen, dass ich da nicht liegen, aber ich da die Wahrheit ein bisschen kramm bei. Und was ich in Eckleben Wertigkeit dort schaffe, nicht die Wahrheit kramm zu bei. Die Wahrheit ist Glück. Er wird nicht glück ist, dort erst eine Lehne ist. So, nun werden wir es von hier anfangen zu prüfen. Wenn Gott als Welt reut merken, zum wieder am Deins gehen, und dann können wir die Verse nicht abgesagt, weil wir haben in der Verse in der Bibel, wo das sein wird, dass der Herr siegt nur Arbeiter. Du sind von hier wenig Arbeiter. Wollt ihr, wo wir das morgen tun? Wenn wir Licht im Leben viel zu schaffen, wenn wir im Zentrum viel zu schaffen, wenn wir die Boyskamp viel zu schaffen, dann mag wie immer wahrer die Arbeiter sein Knopf. So, wenn wir uns kicken, als wir uns Luten reut merken, sag, weil die von der Mut merken, denkt dein Leben durch. Was kommt dein Mühl rüt? Kommt die Wahrheit rüt, oder kommt noch mal was Krammet rüt? Und ich will jetzt ein paar Beispiele, einfache Beispiele sein, wo wir uns lernen wollen, dort wir nicht liegen dürfen, ja. Ein Beispiel, vielleicht hast du jetzt deine Arme betont gekriegt und die nur bekannt und will sich von dir 1000 Dollar liehen. Und dann wird es jetzt von der Bank, aber du hast jetzt den Scheck von deinen Arme betont gekriegt und so war das dort nicht und der will sich Geld liehen. Was sagst du dann zu dem? Ich kann nicht. Weil du, im Markt wieder, dann dürfen wir liegen. Weil wir jetzt unsere Arme betont kriegen und wir sagen, wir haben nicht Geld. Und weil du, jetzt wird der Mensch fertig auf uns kicken down. Wo die Christen mit ihr Leben leben dann. Na ja, aber wenn ich das liehen, dann wird mir nervös aufgeben. Weil das nicht die Antwort nur sein, ich kann nicht Geld. Dann hast du die Antwort zu denen sein, schick mal, ich kann mein Geld, aber ich brücke zum alles betonen oder zum frisch Köpen. Und wenn er dann sagt, wird es mir fehlt das Geld zu meinem Vierbild betonen. Weil dann kostet vielleicht zu denen sein, wird es was? Ich wollte die von der Leuten zu meinem Vierbild betonen, aber wird es was? Das nächste Mal, da wolltest du am Samstag dir wieder, was frisch in Vierbild kommt, und dann sollst du mir nicht eine Geldfrau kommen. Sieh, wir brauchen Menschen nicht verantwortlich zu merken, es steht wie ein Verlegen da. Ja? So, wenn wir uns lernen, Wahrheit zu reden, dass wir nicht darüber mit Leges umgehen. Ja? Wir fangen in Sprüche 12, Vers 6 und 7, ein paar Verse, die mich sehr, sehr unschieren da, und ich würde leichen, dass wir uns von dieser Farbe lernen können. Du sagst, dass Menschen werden angebracht durch, was Ungerechte sein, aber was Gerechte reden, Rat an. Die Gottlose werden angeschmieden und sind wach, aber die Gerechte blieben mit Familie taub stumm. Ich glaube, in unserer abgespielten Welt, wie von der Bahn leben, dort so abgespielt, dass jetzt so busig alle tau, dass unsere jungen Menschen, die kommen so, so lange nicht mit, und die wollten gleich, wo war ich, jemals nach Multe, was kommen. Was ja auch fertig passieren wird, wenn wir als Eltern ein negatives Leben verleben, mit alles hält nicht an, alles essen dir und whatever wir alles fertig tun, dann wird eines werden Menschen sein, und die werden sagen, komm schon mal für uns, hier ist Geld. Und was ja, sehr viel von unseren jungen Menschen
kjenner kan ikke bli skjønge seg. De går med ems, hvor en dinger nær. De går med ems en gruppe nær, en sjåfen hvor bæn. En vet ikke, en vet ikke at øye bor en del hjelp til krigen. En vet ikke hva til alt verden passerer det. Trevlig at sånn fele og ikke mer fornemmet er det familiestaup. Fele mennesker sånn for det og ikke mer med det familiestaup, hvor han måske eleven løten vils. Sie sahen sich Luten gelingen und falsche Dinge anzugehen. Und hier würde ich uns als Älteren besonders schmutzig merken, weil wir an sie Kinder lernen, dass wir ein positives Leben leben, dass wir ein Hoffnung wiesen tun, weil wir danach wiesen, mal, dass später um das Leben durchzugehen, um bei uns eine Gemeinschaft mit einer Familie taub zu sein. Weil ich komme mich für nicht so genug bedanken, weil ich im Sinne so wie sie stehen sind. Und wie ich alle taub sind, wir haben feier Kinder, wie ich alle taub sind, wir können, wie gesagt, nach vierten Stürzen spazieren nach, die an jemandem mit Hoft fällt, wie ich mit Schluppen gehen down. Aber ich kann für nicht dankbar genug sein, dass wir nach als Familie immer waren, alle kennen, taub in ein Haus sind. Viele kennen das von dir auch nicht. Woran? Weil es der Herr sich dort gelingen lassen, vielleicht wo nennen zu gehen, was nicht gesund gewesen ist, und weil wir für sie dort versichtig sein, und weil wir uns ja abpassen für dort. Dort bringt eine Kante geben. Ich spreche, saß in Vers 3, sagt dort, aber jaff den Herrn, wo du in der Hand hast, und die wollte mit deinen Plunz gleichen. Weil, wer wird Trüse, wer wird Gott, den ja an der Hand geben, dort heu beschenken kann. Und er sagt, dass man unsere Plunz wird uns dort gleichen. Ich glaube nicht, dass wir uns in Plunz mehr, wir wollen $1 Million in die Werk verdienen, dass dort wird nicht einmal schaffen. Weil wir wollen uns handgegeben sein, und ob Gott vertrauen, er wird uns leiden und führen, dass wir können dort leben, das dort wieder leben, ja. So wie nach Pfarrer Meier fängt, aber ich dachte, wenn ich alle Pfarrer brauche, wenn ich die zuhören, da fängt wir nach in Psalm, in Pfarrer, wo uns von dieser negativen Sicht auch anreden down. In Psalm 52, Vers 5 und 6, da habe ich ein Pfarrer, wo uns das nicht sein down. Psalm 52, Vers 5 und 6, sage ich dort, du hast dort Beuse Läufer aus dort Gaude und redest Läufer Lees aus der Wahrheit. Du redest Gieren wir zum verdorben Hirn, zum verdorben Deinen, dort hängt Licht für in der Tongue. So, der Schreiber sagt dort, weil wir negativ sind, haben wir mehr als wohl Fährten der Anwahrheit und wir reden Lees und sind dann aus dort, ja. Wir würden nach in Psalm 50, Vers 19 und 20, du sagst es dort. Du brückst den Mühl zum Beuse reden, deine Tung zum Hängert Licht führen. Du setzt und redest gegen deinen Bruder und rannst deine Mutter ihren Sehen rauf. Habe mal gemerkt, wofür wir noch mal wir setzen und wir reden Schlag über den anderen, wir ran den anderen Duhl. Sei wie reut, weil wir mit einem, mit unserer Tung liegen down, weil wir mit einem an seinem Bruder Duhl ran down und rauf ran down. Sei wie reut in einem Deinskuhn. Ich glaube nicht. So, wir waren froh, wo wir in unserem Leben stehen, ja. So, tun wir uns ein bisschen prüfen, ich habe uns hier ganz einfach welche Dinge abgeschrieben, wo wir uns wollen prüfen, wo wir regieren in unserem Leben. Vielleicht wollen wir ein bisschen lachen, aber das ist ein Dunkel, was wir machen, ja. Ich habe mir nur gedacht, die erste Wirt, was die Smart sagen, das, dort merkt man Unterscheid für die, wer die hören das. Die ganz erste Wirt, was die Smart sagen, das. Nach wenn ich aus Gide nach Olama fern schlucken kann, ich kann nicht einmal, aber was das du, wenn du danach nicht gut geschlucken hast? Frag dich mal, was das du, wenn du danach nicht gut geschlucken hast? Kommst du die Smart in die Kette und sagst, oh man, sei der Kerl war grün, ich schlag diese Nacht geschluckt und ich weiß nicht, wann wir das Tag noch war, was in der Richtung kommt. Sieh, dort ist eine Wahrheit, dass wir nicht immer wollen Gott schlucken, ja. Aber merkt, weil wir diese Woche reden, dann kommt das von der negativen Seite. Weil du wirst sein, du schmarrst abstehst und wirst sein, okay, ich kann diese Nacht nicht so geschluckt, es hat mich gewöhnt, sorry, aber das ist okay. Ich war ein bisschen vielleicht mehr Schlupf holen, oder was war das Öse, was wir schaffen? Das sind Wahrheiten, was uns Leben passieren dürfen, aber die Unterscheid ist, wo wir mit diesen umgehen dürfen, ja? Das nächste geht vielleicht ohne Mama, ich weiß nicht, dass die Mama es noch mal so beleben dürfen, aber wenn jeder mal uns Morris
Mutter heute Morgen zum Kaffee trinken, aber eins esse ich in der Gosse und anscheinend ich Kaffee heute Morgen. Ich sage, stammt er noch mal, was hat er getan? Kommt er noch mal, mein Zeit, immer ist der Gosse oder nicht? Sieh, das sind Wahrheiten, die in unserem Leben schon passieren. Und weißt du, was mich nicht wichtig ist, ich kriege von unseren 2, 3 und 8 Jahren Kinder, was die alles hier tun, von was du und ich in unserem Emil rücklaufen tun. Für ihn ist das eine Wahrheit, was sie in deinem Emil hier tun. Und für ihn ist das eine Wahrheit, und sie wachsen ab, und sie leben, das ist eine Wahrheit, was wir leben tun. Aber wenn du dann wirst, ganz lebt, will ich sagen, das ist eine Mama, okay, die Gosse ist alle, wir können nicht Kaffee trinken, aber er war mit Carflex oder vielleicht haben wir von Ukas von Eva geholt und so, da war am besten uns dort eh, da war dann schaufen. Dann lernen die Kinder dort, dort erst nicht immer alles gut, aber du hast danach eine positive Einstellung. Ich bin nicht von die aus Arbeiter, aus Form, aber die nochmal wollen, Schwindelstab vor den Schaufen aufgeregen, die wollen nicht vor den, die Ackers alle anplanten und ansehen, dass sie nicht kriegen, nicht mehr die Spoden. Nennst den Traktor der Reifladig, oder wenn die Arbeiter wollen zur Arbeit fahren, sind vielleicht mit Lut abgestohlen und wollen dann mit Spoden an den Reifladig. Was da getan alles? Kommt die dann nochmal nennen und sagen, oh mein Junge, alle Stöcke Reifen haben immer seine Ladig und verbrückt und sonst schlägt der Wachers wie nach Hahn, das hier veräppelt oder übt man das? Und weißt du was? An die Kinder, die sagten in Hörchen, oh begenehm, alle Stöcke Reifen haben. Verbrückt, da war ich es aller wein. Das wird ich nicht schaffen. Mit was für einer Einstellung lebst du? Aber da kannst du nach ganz geloten sein und sagen, okay, da muss ich nicht mal checken, wo vielleicht ein bisschen Leute zur Arbeit kommen, weil dann muss ich mir extra am Saaten, oder vielleicht halte ich mal ein, vielleicht mache ich mal eine Reif patchen und was immer da alles ist. Aber was für eine Einstellung kommt da rein, ja? Ich denke, früher kam ich mal darauf an, wenn ich will, ja, die Kinder smart geht sein, das Zeit abzustehen und so, aber das dort nicht. Und ich will nicht fragen, was die alle beleben, denn ob wir uns das noch mal so wie sein, dann die Kinder das nicht smart ist und die sagen, aha. Und die erst am 10 Minuten wieder sagen, hey, das smart, aha. Und was die Worte dann machen wir noch mal? Können sie sich beherrschen, was die machen mit dem Stall? Oder können wir uns die Kinder mit uns lernen, okay, wenn ich abgestohlen bin, dann kann ich nicht mal im Schaubisch mal Raum sehen, dann schmackst du die Kleider, die Mama sagt, no, hier sind die Kleider nie als die eine Schaule. Aber Mama, ich will nicht, no, du tragst sie das an, du gehst in eine Schaule. Ich denke, da waren sie Kinder lernen, das meint, da das Tiet abzustohlen, ja. Ich glaube, das ist so ein Fan, weil wir alle ein Ziel haben, als ich mal ein bisschen fertig zu kaufen, vielleicht ein bisschen mehr Lohn zu kaufen, oder eine Städte zu kaufen, bessere Möbel zu kaufen, Hüßvorrichte merken, was zu reparieren, was immer es ist. Ich denke, das ist ein schönes Ding, weil wir in unserem Leben ein Ziel haben, was wir schaffen tun. Aber ich denke noch mal, das ist eine große Gefahr, dass wir, wenn wir schaffen tun, dann kann ich mit der Akademie gleich so gut, wir haben durch das Jahr oder durch das Werk, was immer es ist, wir haben geschafft und wir haben lange gesielt und tolle Dinge tun. Und ich denke dann noch mal, wenn das Jahr durch ist, dann kommen die Dinge nicht so gut. Aber ich denke, wenn ich meine Arbeit die Wege geschafft habe, dann kommt in ein Haus, um Sinn und bei der Haus erst, dann meinst du Worte an und sagst dir früh, wo jetzt ans Vierbild erst gekommen. Nachdem kommt die Schuldsadel, nach meinem Schuldjahr getot. Die Mama wirkt sich auch mäßig, was zu sein und sagt, wo jetzt an die Kinder schon sind, verbrückt, bis nach Frau Schuldzeit und für die Kammer in die Schuld gehen. Weißt du, was hier war das? Und ich habe das selbst in meinem Leben auch viel getan. Wir als Vorrasch, wir brennen hier mit uns ab und wir puffen ab und wir sagen, alles hält in der Scherm. Mein Stoutgeschoff hat mir das ganze Werk und alles hält in der Scherm. Und weißt du, wer hier dort? Unsere Frau und unsere Kinder. Sieh, dort sind Dinge, die schon passieren und die passieren dann. Aber weißt du was, ich habe mein Leben gemacht, wenn ich mich könnte ganz geloten sein in dieser Sache. Ich habe meinen Mann wesentlich meine Rechnung steig gehen. Und ich sage mal, das macht es mal zu unserer Familie auch. Das ist mein Abend mal Sport, wir wollen am besten Geld überhauen. Weißt du, dann ja das zwei und ja dort zwei. Wobei ich habe all die meisten Zeit in meinem Leben gesagt, wenn ich geloten gewesen bin, dass ich dort und bei den Männern durch ist, und ich fange an zu kicken, was gewesen ist, dann habe ich gesagt, Gott hat gesehen. Gott hat gesehen.
Vielleicht ist mein Ziel nicht gekommen, was ich will, aber habe ich mir ein gelegt, zum dort, wo du fehlen darf. Dann checken wir in der nächsten Woche, in der nächsten Monat, in der nächsten Jahr, die Zeit, was du hast, nicht so. Jetzt habe ich einfach gefreut, was ich ganz von der Stelle nicht, und wir uns freuen tun. Wo soll wir in uns leben, ja? Ich weiß nicht, wer das ist, aber mir schien sich das so, ich mag das in meiner Früh, wenn ich einen Wursttag habe, und sind auch, weil ich noch unbedingt nach Säuer schenkt, Eten noch merken. Das wird mir auch manchmal sagen, früh ist, am Wursttag, da wollen die noch Nudelsuppe merken, die wollen nicht nach noch sehen, was nach alles. Damit eins erst, das war nicht so gut, kann stürmisch sein, als ich rein ist, kann die Wurst nicht bei sich drehen, dann kann die Mama hier mal gut verdrässlich werden, ja. Und aber das ist so fair, wenn die Mama dann sagt, okay, ich will von dir vielleicht Nudelsuppe kochen, aber dort haben nicht geschafft, was ich will, so, wir warmen uns was ab, oder wir machen uns ein paar Sandwich, und dann ist es fertig, ja. Ein anderes Ding, wo ich vielleicht nicht mal so von reden, aber ich will davon reden, weil wir haben von dir einen Teil von unseren jungen Menschen, die wollen sich bekehren, die wollen für Gott leben, die wollen aber nicht in der Gemeinde das Match helfen. Warum nicht? Wollt ihr, warum nicht? Weil wenn wir eine Bruderschaft oder eine Geschwister haben, damit eins vor wie ein Haus und ein Tüß, Tüß, Raman Dash, haben wir noch einmal eine Bruderschaft und eine Geschwister mit unserer Familie taub. Weil ihr nur schattet mit einem Säuer, von was alles in der Kirche warst, und gern sind die Marianne, und das sind die, was immer alles machen, und ich sehe immer das, und ich glaube, dass diese Geschichte noch bekommt. Wollt ihr passieren das? Unsere Kinder, die denken, ich würde leichen, nicht mich zu bekehren, ich würde leichen, in die Kirche mit zu schaffen, aber, so ist es du erst, noch ich will nicht. Weil wir uns lernen, positiv zu sein, und wollt ihr was? Einmal gemerkt, wenn ein Bruder schafft, eine Geschwister Kirche ist, was ist das, die wollen nicht boven, zwei Wege und verrückt? Was ist das boven? Wir sollen beten dafür, nicht so? Ich glaube, wenn wir meine positivste Einstellung würden leben, wir all von zwei Wegen verrückt würden im Gebet sein und zu Gott sein, Gott, dass du führen wirst, als Gott, was ich alles verstehen kann oder nicht, aber dass du führen wirst, als Gott. Und ich habe gemerkt, vielleicht denke ich dort, Jan Pana, dort erst der, was alles kann. Das Friesen, das kann nicht. Weil die Wahrheit hat das nicht mit den Nummern zu tun. Aber du hast mir eine Person gewusst, was in der Arbeit hat, können Fan tun. Und weil die das nächste Mal fehlt, was zu tun, wem fällt die bei? Na ja, da können Jan fehlen. Du reichst ja, dass sie fährten, dass einem Wort Meier und Meier Arbeit gegeben in die Kirche. Und ich denke, das ist dann schön, wenn das Mann ihm sagt, okay, weil ich will drei Arbeiten haben, ich will Hanak so auf die vierte, wohne von dieser, kann ja nicht tun. Wo wird man eine positive Einstellung von diesen Dingen erleben, ja? So werden ja ein paar Dinge am Meierboden sein, aber wenn du zusammen von diesen Dingen bist, würde ich mich verführen, dass du ihn selbst kann freuen an dein Leben. Wo ist dein Leben? Oder wo ist mein Leben, ja? Ich werde ein paar Gedanken geben, die beiden Lebens, die dir einen ganz verschiedenen Eindruck geben von deinem Tag. Wenn du mit einer positiven Einstellung leben wirst, dann glaube ich, hast du einen sehr schönen Tag. Der Tag, der beschäftigt, wenn du die Glocke checken lässt und glaubst du erst nach mal Tieren, dann hast du vielleicht halt Wahl. Den Tag hast du gewöhnlich sehr busig. Ich denke, in den Tag hast du Menschen zum Sehen gewusst. Vielleicht hast du ihm die Idee abgemerkt, hast du vielleicht von ihm was abgehoben, was immer du tun hast, aber du bist zum Sehen gewusst. Das selbst haben andere zu dir. Andere haben zu dir something getan, die hast dich bedankt und du hast zum Sehen gewusst und hast dich im Sehen belebt. Und sind auch best die schaftliche was, läuftuliche was, hast Geld gespust. Und ich denke, sind auch hast du gewöhnlich, ich glaube, wir sollen uns nicht ein Gesatz mehr, wenn ich ein Gesatz mehr, aber wenn wir alles well tun, wir das nicht kriegen, dann standen wir uns eure, nicht? Dann ist das ein Kampf. Aber wir sollen uns ein Ziel mehr, aber wenn wir well tun. Ein Ziel und Gesatz schon verschieden. Ein Ziel meint, der und dort und Jahren, wo ich gleich von der zu tun, aber wenn ich das nicht kriege, ist nicht ein Problem. So, wenn die was ein Ziel gesagt haben, die positiv leben das, dann glaube ich, was die und hast die gewöhnlich dort getan, vielleicht nach Baskermeier. Die was gut Spußmann dort gehört haben, die was das Leben jetzt wirklich schön. Aber wenn die von dieser anderen sieht, wenn die negativ in ihr Leben bist, dann schafft das Charakter jeden Teil.
sind auch erst lang. Die gläubigste Klage wird 12 sein und sind am Martin. Dann fällt sich diese die Chance, war 2 Stunden geschaffen, dann zieht sie am Viertel am Martin. Ich kann nicht feststellen, wirst du was sind auch erst gleich gekommen. Die Dach ist lang gewesen, ich denke, sind auch erst. Du kennst Menschen, sind, die haben dir abgemerkt, für die wird abgehoben haben, er wird immer der Hand. Aber weißt du was? Du hast dich nicht mal bedankt, wenn du hast dich mal gemerkt. Wenn du wirst still sein und dich negativ konzentriert und du wirst am Schaufen, dann kannst du nicht mal über das denken. Ja? Du weißt nicht, für andere viel, was die tun haben. Die Dach ist lang gewesen. Ich denke, sind auch erst, was du gewöhnlich nicht dort geschafft kriegen, was du wirst, wenn du nicht wirst negativ sein. In Wanne hast du Gott beschenkt, dann bist du Tag wahrscheinlich so ermüdet, weil es das Jahr alle ein bisschen so rach, ein bisschen so dem Iwa, ein bisschen so dem Wort, ja. Er ist Tag, glaube ich, wahrscheinlich viel Spuß gehabt haben, und erst so in ihrem Sof gedacht gewesen. Sag, weil die Mut merken, wer wir kicken, wo leben. Und weißt du was? Ich habe von dieser, ich konnte von dieser Bad-Dinge von Erfahrung vertellen. Ich in meinem Leben sehr nützlich einmal positiv gewesen. Ich wollte nach sehr klar einen Tag und sage, dann die Panas in den Truck beantworten und ich soll dann extra auch nur sagen, ich habe mit der Forklift abgehoben, in Ängste und ich schaffte ihn ja. Und habe ich den Anreich und dann sieht das los und weißt du, mit einem ist alles schaffte ihn ja bloß nicht und weißt du was? Ich will nicht sagen, hier, aber der Hummer, der fällt mit einem von dir ab Eden ab. Und natürlich ab Eden Basken lach, so. Dann weißt du, dass der fällt ein Basken hungrig auf. Dann dachte ich so, nie wollte ich mal alles leiden lassen, nie wollte ich vor den Isar holen, nie wollte ich mal das was down. Ging in den Heim, möge mir den Trailer an, will ich vor den Isar holen, dann sage ich, go, den Trailer sind reifgeladen, ich habe gedacht, ich bin bei dir vor, weil ich die Fall mehr an. Weil ich bei dir, wie werde ich vom Reif raufgedrückt, und dann bohre ich mir dort, weißt du. Dann mit einem dann, der hat ein, das hat andere, und meins habe einen schweren Tag, und wir sind verdrisslich was. Und weißt du, dort wir gleich lang Lothar einen Tag, da habe ich ein bisschen was, Dinge zu schaffen. Ich kann ein paar Kälber, ich will die Wehen vor uns in Beschwerde wehren. Was ja passieren wird, ich will ein paar Schulen abgehen und meine Kälber drehen am Trailerraum. Der wie Golds hängen auf und meine Kälber drehen am Blitzraum und ich kriege die nicht rauf. Was ja, ich war ein bisschen verdrisslich da. Vielleicht sollte der Wort sein, ich war ein bisschen doll. Und unsere kleine Tochter steht da besiegen, horcht und dann so was mit einem Stand. Sie kommt zu mir und fragt sie mich, Dad, wie ist mit dir da? Ich frage, magst du dort? Ja, sag sie, ich sag, dass die mit da wir. Ich frage, wie geht die dort an? Dann geht mir das Schlag, sag sie. Weil du magst wieder an, sie können alles bohren, das sei viel. Du musst wir uns lernen, positiv zu sein, ja? Aber ich habe das belebt, positiv zu sein. Ich habe einen Tag mal geschafft, wollte es mal schaffen, vor meinem Mann und frage, wo ich da. Ja, ich sage, wie tschüss, ich habe eins. Spezierten Städte bei uns, und ich dachte, und ich vor ihm, ich will noch schaffen. Aber ich dachte, no, von der will ich positiv sein. Und bald vor der Wach, und ich von meinem und viel geschafft, hier ist in dem Heavy. Pommelchen mit einem, dort, na, da können die mit anders sein, als aus der TS, aber ich dachte, no, von der will ich geloten sein, positiv sein. Und was ich wollte mit den Jungs, wollte ich gern, ha, ich könnte morgen Jungs haben, wie ich talte, was ich will, down. Du magst den Unterschied von, wo wir leben, down. So, nu een beetje drie van wat we eerst van opvang hoorden van onze goven. Wie we een beroepen toon wat. Bescheiden zijn, vriendelijk zijn, geduldig zijn. En die waren ons vrij en recht. Deze dingen wat ik ons vrije viert heb. Ik heb ons zelfs brieven, waar leef wie? Wat voor een aanstelling hebben we? Zie. Dan zegt Paulus, krijg in het verse kapitel 5, vers 7. Doe zegt Paulus is dit. Und jeder von uns hat so viel genug gekriegt, als Arm von Christus geschenken ist. Hier hielt sich dort so, als Gott es Reutem uns geben, so viel es uns fehlen wird. Und ich glaube, es ist Reutem. Aber ich denke, jetzt kriegt diese 5 Dinge, die wir zum Anfang hatten, und wir werden das Leben bekämpfen, mit wovon eine Einstellung leben. Ich frage mich einen Monat, abgeschlossen, ich frage, wenn du ein Arbeiter hast und du nicht kannst, das. Der ist den Futsatten, die ersten Kommen absagen zum Luten, Kommen vor, und er sagt, ich glaube, ich muss checken, was ist der Würdig zu tun. Und ich glaube, Gott hat uns gesagt, so hat er uns erst mit diesen kleinen Dingen Handsagen checken, was du trüben mit dir? Schaffst du mit den kleinen Dingen, was ich dir vertrüben darf? Was wir dort tun,
Dann hast du like, mit dem ganzen Armer verreut, Goven in Dinge uns zu geben, zum Wiederschaffen. Wir wollen hier wieder das nicht fangen. Der siebte Vers sagt, ein jeder von uns, aus der Fehl, die nur die Kirche des Amts von Christus geschenken ist. Wenn du warst positiv leben, du warst reut sein, anderen zu merken, und Gott durch die Schaffen zu looten, und du warst bescheiden sein, freundlich sein, und die Dinge warst still, dann sagt es wieder in Vers 10, sagt es, in Vers 11, sagt es, Sine guben wir in desse, dass er ein Jahr als Apostel, ein Jahr als Prophetin, ein Jahr als Evangelisten, ein Jahr als Hor, ein Jahr als Lehrer anstellen wird. Dit wird er auch zum Gott seine Kinder, zum Christendienst reutemerken, wo der Christus sein Körper, das Haupt der Gemeinde gebüht wird. Nächste Woche am Anfang, wenn das Pferd kommt und arbeitet zu sehen, wie Licht im Leben, Hilfszentrum, Zentrum, Boys Camp, die Arbeiter sind Knopf. Die Arbeiter sind Knopf. So, wenn wir lernen, ans Leben die Guven zu brücken, wo wir zu beraten sind. Wenn wir ihn fragen, zu was sie euch beraten, dann seht ihr Loten, und dort diese fünf Dinge, die ich gesagt habe, wenn wir da leben, und von du wieder, was Gott deren Ob und Taum jagen, du nur aus Heu seht, dass wir reut sind zum Guven und aus wie Dinge wollen brücken. Und seit mir zum Anfang bekehrt hat, dann dachte ich, dass ich wohl im Zentrum für ein Kloß geben. Und weil ich euch wie vielleicht nach Mess beleidigt, dass ich nicht durch Wohl können schaffen. Und weil ich von der Kunde krank sein, dass Gott mir erst mit diesen Dingen reut. Gott hat mir erst über den See schicken, auf verschiedene Dinge brauchen, zum Checken, als ich mit reut sein, zum Guten schaffen. Und von der habe ich die Gelegenheit, dass Meier stehen zu schaffen. Und wollte ich nach Brück hier und haben wir an zu wassen und zu nehmen. Ich wollte nach Gott, die erste Klassen, die erste Anleitungen, wo wir merken, haben sich für einen sehr jummerlichen Hirt. Und wollte ich wieder zurück und ich schafft und ich kriege nie nach, dass Gott mir was wieder in mein Leben reutmerken, zum Wiedergehen. Ja? So, das ist, was ich finde, was ich in Willem Hotline, wie wir ein bisschen denken. Warum sind deine Guven? Wenn du dir so viel gefragt hast, wollen deine Guven sein? Schauf mit diesen fünf Hauptpunkten, die Paulus in Epheser Kapitel 5 sagt. Nimm dich und brück dich. Wenn du warst treu sein, dann wird der Herr wieder reut merken, deren Rot merken, Tau merken. Weil du, der Herr sagt, ich muss deren Rot merken, ich muss deren Tau merken. Woran? Weil wir sind nach dem Moment ans Gaudet nachgebaut, wo es so schön geht. Dann kommt du noch mal was machen, dann merkst du, der hat Tau, dass wir noch mal rüt gehen, dass wir mal rüt sein, zum Sass wird gehen dann. Du wegen der Herr, der deren Tau merken, auch deren Rot merken. Wenn du und ich rüt sein, mit diesen kleinen Dingen in unser Leben treu zu sein. Gut, wir waren bald hier. Lass mich nach Martin Taub beten. Dankeschön, Herr Jesus, ich danke dir noch für diesen wunderschönen jeden Abend und sind Abend, dass nicht, wo wir zu Taub kommen. Und Herr, wir haben von dir ein ganz kleines bisschen gekickt, wo uns die Guten sind, was du uns geben lässt, wo du uns was heute merken, um den Dienst zu gehen für dich. Und Herr, dein Wort sagt, die Arbeiter sind Knopf. Dort fehlt ein Arbeiter. Herr, schenkt, dass Menschen sich kein Reut merken, zum Gehen für die eine Arbeit zum Schaffen. Und ich danke dir, Herr Jesus, für alles, was du heute tun hast und was ich wasch wieder tun. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Trümpfe alle Menschen in China im
Just dream.